Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic, ja, genau. Medal of Honor: Elite Assault. In der letzten Folge haben wir einen Königstiger überfallen und jetzt sind wir in den schönen Anden. Ja, was laber ich da? Keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind mal wieder umringt von Scharfschützen und wildem, bösem deutschen Soldaten, die wir einen nach dem anderen eliminieren müssen. Heimlich, still und leise ist eigentlich die Devise, aber hat ja funktioniert, wie man gehört hat. Okay, leise. Wir kommen näher an unsere erste Mission, an unser erstes Missionsziel. Eine 20 cm Flak. Alles klar, das ging ja noch mal gut. Scheiß mal mit, renn weg. Schön. Das ist explodiert. Wir gehen mal Richtung nächste. Ja, auch dieses Mal wieder total stealthy. Ja. Hey, hör mal auf damit! Junge! Nee, wir müssen hier lang. Leider sind die Deutschen hier nicht sehr freundlich. So wie da in dem letzten Leveln. Keine Sorge, die werden noch freundlicher. Seh dich. Ja, du hast richtig gesehen. Ich bin ein Ami. Wow. Oh, scheiße war's. Sind wir doch erwischt worden. Nicht meine Schuld. So, jetzt gehen wir total... Total sneaky, wie wir sind. Schmeißen wir den Jungs erstmal Granaten an den Kopf. Jetzt lauf aber. Ich sehe nichts wegen dem scheiß Wald. Ohne Witz. Irgendwo hier. Schlicht doch mal ein Gewehrschütze. Ja. Wieder mit 39% Leben versuchen wir uns an den Deutschen rumzuschleichen. Okay, hier oben sitzt keiner. Gut. Das lief ja nochmal sehr gut. Ich sehe einfach gar nichts. Ja. Ich sehe mal wieder. Ruhig ein paar Medipacks mehr liegen lassen können, Jungs. Aber hey, ich will mich mehr
mal nicht beklagen. Erstmal noch gemütlich Waffe wechseln. Bevor du überhaupt auf die Idee kommst, sich umzudrehen. Okay, wir haben zwei Ziele. Und beide sind eliminiert. Ah, super. Ich renne immer falsch. Immer. Verfluchtes Level. Ja, ich habe das Ding auch gesehen. Irgendwie scheinen die Jungs aber nichts drauf zu haben. Ein Glück gibt es hier keine Hunde, weil sonst wären wir hier echt gnadenlos untergegangen. Wie gesagt. Blauäugigkeit lohnt sich nicht. Sein Kollege gar nichts bemerkt. Oh ja, super. Die letzte Bunkerrattenverteidigung hier. Jetzt erstmal gemütlich nachladen. Gut. Und jetzt brav ins nächste Level rennen. Bevor irgendwas Blödes passiert. Sehr gut, sehr gut. Ich seh dich. Aber du mich wohl eher nicht. Oh ja, Bunker, ihr wisst, was das heißt. Sehr viel gute Nahrung für unsere Lebenspunkte. Brandgranaten kriegen wir auch geschenkt. So, und jetzt klettern wir ganz gemütlich wieder runter. Nein, wir springen. Und bewegen uns mal Richtung Ausgang des Levels. Auch dieses Level ziemlich einfach gestrickt. Keine Sorge, es kommt noch eine Schwierigkeit auf uns zu. Oder mehrere. Ja, mehrere. Der eine hat uns gesehen. Ja. Das riecht schon so scheiße nach Vorposten. Schnell weg. Nö. Hat schon so richtig mies angefangen und so wird es auch weitergehen. Bunkerratten
Leider keine einzelnen. Das juckt die gar nicht. Naja, zumindest jetzt nicht mehr. Alles klar. Soweit, so gut. Wir sind durch. Jetzt kommt ein eher lustiges Level, wo wir das STG-44 für die Amis entdecken dürfen. Soweit, so gut. Eins oder zwei? Einer muss auf jeden Fall dran glauben. Danke, scheiß Zorn. Nein, ohne Witz, danke. Licht, geh aus. Wir haben nicht mehr viel Munition für die Kleine, aber es wird einfacher. Hier. Zumindest. Eine deutsche Offiziersuniform. Wir rennen heute wieder mal in Verkleidung rum. Papiere. Gut, so, jetzt sind wir wieder getarnter Deutscher. Mal wieder. Wird auch mal wieder Zeit. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Bitte schön. Jo, ich weiß, dass meine Papiere in Ordnung sind. Jetzt kommen wir auf eine weitere Schwierigkeit. Wenn der uns sieht, sind wir unten durch bei den Deutschen. Will jetzt schnell weg. Bevor er auf die Idee kommt, nicht zurückzupfeifen. Genau. Abend. Abend. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Oder was? Wer ist Ihr Vorgesetzter? Danke. Kein Problem. Hallo, Kamerad am MG. Darf ich mal? Sieht nicht aus, als ob er mich da reinlassen würde. Hallo. Ich finde den Blick einfach zu geil. Den Blick dieser Leute manchmal, ey. Einfach zu cool. Auch hier müssen wir wieder aufpassen, denn hier irgendwo, genau da, ist ein Typ in Offiziersuniform. Der mag das ganz und gar nicht, wenn ich hier lang spaziere. So, jetzt gehen wir mal hier. Blaupausen klauen, kennt man ja. Türen schön zumachen. Hallo. Mach schon mal Platz. Ja, da du mich beobachtest, du bist so ein Problemfaktor. Ich nehme deine Munition gerne mit. Die Blaupausen. Sehr gerne. Ich schließe auch die Tür wieder. Und jetzt lauschen wir dem Gespräch zweier Deutscher. Gut, dann bring das zu Job. Josef ist diese Woche nicht da. Hast du die Extras dabei, die ich haben wollte? Was für Extras? Du weißt schon, die Extras eben. Ach, hab ich vergessen. Vergessen? Ich hab dir 50 Mark dafür gegeben. Ja, vergessen. Die 50 Mark sind ausgegeben. Ich brauch nochmal 50. Was? Du Haluka hast mein Geld ausgegeben. Ja, es ist weg. Ich bring dein Zeug nächstes Mal. Ja, ich hab keine 50 mehr. Wann auch immer, ich hab keine Eile. Mach dich vom Acker, du Ganove. Hi. Jo, alles klar, Jungs. Streitet euch mal. Ich geh mal weiter. Ich geh mal Sachen packen. Munition, Munition, neue Waffe, noch mehr neue Waffen. Jetzt haben wir einen neuen schönen Ballermann. Gute Nacht, Jungs. Jetzt haben wir Spaß mit einem neuen STG.
Ich sollte mich nicht zu sehr drauf verlassen, denn... Ja, ihr seht. Die Munition dafür ist ziemlich schnell, ziemlich leer. Nein, bleib liegen. Alles klar, den haben wir. Ja. Ups. Ja, du sollst deine Papiere jetzt nicht vorzeigen. Die Papiere habe ich ja immer noch. Ja, die Waffe vereint alles, was man braucht. Reichweite. Bumskraft. Mit Granatwerfer hätte ich sie wahrscheinlich lieber, aber... Für eine deutsche Waffe ganz annehmbar. Oh ja. Kommst hier nicht rein. Ja, Munition nehmen wir mit. Okay, bevor ich da jetzt rausstürm. Okay, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wie lang, das weiß ich noch nicht, solange es keine Deutschen mehr kommen. Ist doch schön, dass die Deutschen uns so einen schönen Ballermann hier hingestellt haben. Gibt keinen Bock mehr. Der einzige Nachteil im Laufen ist die total ungenau. Aber ansonsten... Ja. Mach das nicht nochmal. Ja. Hast du gesagt? Oh! Hallöchen, Kollege! Wie geht es dir? Gibt's hier noch was zum Holen? Nö, also gehen wir weiter. Ich hab genau gesehen, wie du da lang gerannt bist. Ja, jetzt kommt ein bisschen ein schwieriger Teil. Ups, das war doof. Ja. Immer cool mit einem Schuss im Magazin von so einem Deutschen zu sch... Okay, war's das jetzt? Warum frage ich so?
Bleib doch schneller! Schön, dass die sich immer nebeneinander legen, hey. Wenn die scheiß Waffe mal was treffen würde. Der da unten! Beste Versteck. Ja, wieder. Wie immer. Hallo. Ich hab dich gut gesehen, Kamera. Da unten steht keiner mehr. Ja, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ach komm, Jungs, hey. Lass mich doch mal nachladen. Ich lasse euch doch auch immer nicht nachladen, ey. Ja, hier bleibt uns nichts mehr zu tun. Wir müssen jetzt den finalen Sturm nach draußen wagen. Was denn? Hast du Angst reinzukommen? Ich bleib bei der Thompson. Die ist um einiges genauer im Moment. Ja! Toll. Was bringt mir die genaue Thompson, wenn da 7 Millionen Deutsche kommen? Du hättest liegen bleiben sollen, Kumpel. Okay, jetzt nichts mehr weg von hier. Und auch die Mission hätten wir geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns für den Kommunikations-Blackout in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, meine Freunde.